Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf TennoTV. Mein Name ist Mario und ich melde mich keine 48 Stunden nach meinem Videotest zu Star Fox Zero mit einem kleinen Nachschlag wieder. Und zwar, weil ich jetzt über zwei Dinge reden darf, über die ich vor Release noch nicht reden durfte, die ich euch aber nicht vorenthalten möchte. Das eine ist, was ich etwas witzig finde oder fast schon traurig eher, dass auf der Nintendo-Seite, wenn man auf nintendo.de Star Fox Zero geht, kurz eingeblendet hier mal für euch, steht, wer ist der letzte Endgegner auf welchem Planeten. Es ist natürlich Andross auf Venom. Durfte ich euch noch nicht erzählen. Wäre jetzt auch kein allzu großer Spoiler gewesen, denn schon im Intro des Spiels wird verraten, dass Andross das Lylith-System angreift und man sich gegen ihn zur Wehr setzen muss. Und dass die letzte Schlacht auf Venom passiert, ist jetzt auch nicht so die größte Überraschung. Deshalb fand ich es etwas seltsam, dass ich darüber nicht reden durfte. Was aber noch viel relevanter in meinen Augen ist, ist das Thema, dass es einen Arcade-Modus gibt, den ihr hier seht, den man freischaltet, sobald man das Spiel das erste Mal durchgespielt hat. Und der genau das Problem löst, was ich in meinem Videotest kritisiert habe, nämlich, dass man das Spiel im Story-Modus nicht mehr einfach so durchspielen kann. Wenn ich hier mal auf Rekorde klicke, dann seht ihr, das sind die möglichen Pfade, die das Spiel bietet. Und der Arcade-Modus ist nichts anderes als das Durchspielen der einzelnen Missionen des Story-Modus in ohne eben die Auswahlmöglichkeit der Levelkarte. Das heißt, man spielt eine Mission zu Ende. Man sieht hier ganz links ist Corneria. Und je nachdem, wie man da rauskommt, öffnen sich halt unterschiedliche Pfade, wie man zum Ziel kommen kann. Und da werden Highscores gesammelt. Hier ist das der Highscore der Zeit. Wie ihr seht, ich habe es noch nicht einmal durchgespielt, aber ich bin dabei. Man kann entweder auf Bestzeit gehen oder auf Punkte. Das heißt, beides ist relevant, um hier Trophäen zu sammeln. Was aber gleichzeitig auch für mich ein Kritikpunkt ist, auf den ich in der Tendo-Show, die am Sonntag online gehen wird, ein bisschen genauer eingehe, ist, dadurch, dass Nintendo das getrennt hat und es nun einen Story-Modus und einen Arcade-Modus gibt, muss man das Spiel im Prinzip zweimal komplett durchspielen auf allen Pfaden, um es zu 100% durchgespielt zu haben, also eigentlich zu 200%. Das finde ich ein bisschen komisch. Ich wollte euch aber nicht vorenthalten, dass das Spiel einen Arcade-Modus hat, sobald man die Geschichte durch hat und man dann eben auch ganz schnell, so wie bei Star Fox 64, arcade-mäßig es durchzocken kann. Warum ich vor Release nicht drüber reden durfte, ist eine große Frage. Da möchte ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen, empfehle euch nochmal die Tendo-Show am Sonntag, in der Sverre und ich ausführlich über Star Fox Zero und auch über Star Fox Guard sprechen. Das heißt, da könnt ihr noch eine ganze Menge mehr von uns hören zu den beiden neuen Star Fox Spielen, die ja heute in Europa erschienen sind. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mario.